Machen wir was Kreatives oder gehen wir komplett rein? Also, weil das Ding ist, komplett rein macht eigentlich diese Woche keinen Sinn. Es ist halt die letzte Woche vorm Tots. Beim Tots können wir komplett reingehen. Digga, was hier einfach nur so für Karten sind, die ich geil finde und noch nicht gespielt habe. Roy Keane eigentlich auch cool. Also, ich sag euch ehrlich, zwei Leute kommen wir nicht rum. Raoul und R9. Wenn wir einen R9 schon haben, muss ich ihn direkt spielen. Und ich werde Raoul auf A10 zocken. Ich werde Raoul auf A10 zocken, Watch it auftauchen. Und zur Not, wenn das nicht funktioniert, spiele ich Doppelspitze. Die beiden kommen rein. Dann müssen wir jetzt aber gucken, weil wir müssen halt unbedingt was mit Brasilianern und mit Spaniern machen, sonst sind die Icons komplett verschenkt. Wir müssen Brasilianer, Spanier, was gibt es da? Weil du musst halt irgendwie die Nation so ein bisschen nutzen, um, ja, halt Chemie zu sammeln. Also, Brasilianer, wen habe ich da noch nicht gespielt? Wer mir jetzt gerade spontan einfällt, sind zum Beispiel die beiden hier. Die Linksverteidiger. Wir könnten mit Alexandro und Mar Ja, guck mal, das ist doch perfekt. Wir machen Alexandro, Marquisio und Bonucci. Und dann sind die alle voll, oder? Digga, das ist halt schon geil. Das ist ein geiles Dreieck. Das gefällt mir schon richtig gut. Boah, das fühle ich extremst. So, Marquisio ist aber eher ein Achter, würde ich sagen. Ja, hoch, hoch. Dann brauchen wir halt einen Abräumer. Wir brauchen einen Abräumer. Ey, wisst ihr, was auch eine geile Idee ist? Ein Spieler, den ich noch gar nicht gesehen habe, den ich aus dem Level 30 Season Pass habe. Spanien. Man könnte mit Nacho Fernandes mal gehen. Der sieht nämlich auch nicht so schlecht aus. 1,90, 1,80 passt auch. Lorente Foot Fantasy, stimmt, der hat drei Upgrades oder so gekriegt. Ich habe den damals ohne Upgrade gezockt, Lorente. Der sieht halt schon brutal aus, ne? Drei Sterne, ist aber halt auch eher ein Achter. Und als RV, meint er als RV nochmal tryen? Was gibt's denn noch? Oder, ja, pass mal auf. Wir stellen Vinicius Foot Birthday Links hin. Dann kriegt der den Real-Link. Dann brauchen wir nur noch einen La Liga Manager. Dann haben wir La Liga auch durch. Und dann können wir hier mit vier Spielern nochmal in eine neue Liga gehen. Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich echt Killer. By the way, was die Idee angeht, wir bauen ein Team, was nicht komplett reingeht. Das Team geht irgendwie doch komplett rein. So schnell kann es gehen, ne? Das Team geht doch komplett rein. Das Team geht doch komplett rein. So, aber das ist halt wirklich perfekt. Man könnte theoretisch einfach einen La Liga Manager nehmen. Oder machst du noch ein bisschen was mit Spaniern oder Brasilianern? Kannst du auch Forlan auf LF stellen? Ah, ich will Forlan, wenn, dann möchte ich Forlan im Sturm zocken. Das ist für mich ein klarer Stürmer, Alter. Wir brauchen einen Sechser. Ich hätte halt ganz gerne, weil ich mag diesen Spielstil. Ich hätte gerne auf was Sechsen Brecher. Mit Touré in die Premier League. Wäre eine Idee, ja. Dann ist es halt doch ein komplettes Brecherteam geworden, ne? Was gibt's denn so für geile Sechser? Haut mal Ideen raus. Jetzt mal ganz im Ernst. Dann sage ich euch als Schalker. Damit in die Bundesliga. Emre Can. Damit in die Bundesliga gehen. Könnte man sich auch überlegen. RV Meunier. Boah, das ist eigentlich echt ein stabiler Call, ne? Torwart Courtois Belgien Link mitnehmen. Ja, aber komme ich ja gar nicht mit weit. Weil wenn ich dann rechts irgendeinen hinstelle, der kommt ja nicht auf Full. Also wenn ich jetzt Beino Gittens hinstelle, der wird ja nicht reichen, oder? Kann der überhaupt RF zocken? Ah, der kann doch bestimmt LM. Ne, es wird nicht reichen. Ja, oder du droppst halt Emre und machst Bellingham, Beino, Gittens, Perfect Link. Aber die Kombi haben wir halt schon gespielt, ne? Also ich glaube, wir werden um eine Sache nicht rumkommen und das ist einen weiteren Hero. Weil wir brauchen La Liga Manager und ich würde es eigentlich schon gerne so machen. Ich habe nicht so den Turn-off auf Hazard. Ich brauche einen La Liga Manager und einen weiteren Hero, um halt hier auf die fünf Dinger zu kommen. Und wahrscheinlich würde ich dann echt mit Dudek in die Premier League gehen. So, dann kannst du hier nämlich drei Premier League Dudes hinstellen. Dann brauchst du zwei aus einem Verein und irgendeine Random-Nation, die du dir halt über den Manager gibst. Ich glaube, das finde ich so ganz geil. Du könntest auch mit Lampard gehen und dann einfach zwei Engländer hier hinstellen. Weil dann nimmst du zwei Engländer und dann hast du einen englischen La Liga-Manager. Aber wisst ihr, was auch sick ist, wo wir die Nation gut mitnehmen können? Guimarães. Der ist sogar schon voll. Lol. Der ist sogar schon full Chemistry jetzt. Jetzt können wir halt entweder zwei Spanier nehmen. Oder halt einfach zweimal Premier League. Da ist halt jetzt die Frage, was machen wir? Man könnte Salah Trent Arnold machen. Das würde gehen. Nun, das ist so krass holy. Aber wie kriege ich den rein? Halt den mit 5-Star Skills nehmen. Wie kriege ich den rein, ist die Frage. Kriege ich nicht rein. Cole Trophy Titans. Elliot Trent ist auch eine Idee. Jota Foot Fantasy Upgrade. Hat halt 92 Pace. Der sieht auch nicht so verkehrt aus. Aber hat auch nur Striker LF. Komme ich auch nicht mit weit. Emerson und Jairzinho Foot Birthday. Jairzinho haben wir halt schon gezockt. Ich würde halt ganz gerne jemanden zocken, den ich noch nicht gespielt habe. Wisst ihr, was noch eine Idee wäre? Xavi rein und dann spielen wir 4-3-2-1 mal wieder.
Und dann spielen wir im Sturm Vinicius, Ronaldo, Raul. 4-3-2-1. Ah, krieg ich chemiemäßig nicht hin. Kann's knicken. Anthony for Birthday. Ah, läuft wahrscheinlich auf den hinaus, ne? Also ich glaube, es läuft auch auf Anthony for Birthday hinaus. Pedro, Spanier von Lazio. Warte mal, der hat doch eine ganz geile Karte gekriegt. Du hast recht. Hab Doppel 5. Digga, das wäre doch mal eine Maßnahme. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist doch mal ein cooler Call. Ohne Spaß, das ist mal ein cooler Call. Ist zwar dann nochmal Serie A, aber mein Gott, der ist direkt Full Chemistry. Dann haben wir Doppel 5, Doppel 5, Doppel 5. Das ist halt schon crazy, Alter. So, pass auf, weil jetzt machen wir einen geilen Move. Jetzt machen wir wirklich einen geilen Move. Weil jetzt packen wir einfach rechts noch Lahm hin. Zack. Und dann brauchen wir einfach nur einen spanischen Manager. Digga, das ist das Team. Ich sag so, wie es ist, das ist das Team. Das ist cool, weil wir haben, ehrlich, ich glaube, ne, da ist noch kein Spieler, ich habe noch keinen Spieler hier gezockt. Das sind alles neue Karten, die ich noch nie gespielt habe. Da ist keine einzige Karte drin, die ich bis jetzt gespielt habe. Das machen wir, das ist der Call. Vinicius for Birthday habe ich auch noch nicht gespielt. Noch nicht gespielt. Sandro auch noch nicht gespielt, ne? Es ist halt, weil ich eine Woche im Urlaub war, während Dings. Ich war ja eine Woche im Skiurlaub während des Trophy Titans Event wegen Team 1 und Ende von Foot Birthday. Da habe ich echt viele noch nicht gespielt. Guimarães Foot Birthday auch noch nicht gespielt. Ja, ich glaube, so machen wir es, Freunde. Da muss ich mir noch irgendwie offstream eine Million zusammenschimmeln und dann spielen wir in-game 4-2-3-1 oder 4-4-2. Entweder Raul 10 oder Raul Doppelsturm. Muss mal ausprobieren, wie es funktioniert. Ich habe halt nämlich mal vor 2 Jahren ein Raul Moments auf der 10 gespielt und da war der extremst geil. Mal ausprobieren, ob es wieder so ist. Könnt ihr mir halt vorstellen, dass es ganz cool sein könnte. Aber an sich, ich feiere es halt, weil wir haben natürlich auch obvious Calls drin, ne? So mit R9, Marquisio, Vinicius, gewinnst natürlich keinen Preis. Das sind jetzt alles keine Karten, wo du sagst, boah, habe ich ja noch nie gesehen. Aber so Nacho, Pedro, Bonucci, wir haben halt auch ein paar Spieler drin, die jetzt so noch nicht so häufig gespielt worden sind, auch von mir. So. Wen nehme ich denn mit auf die Bank? Ich nehme Meunier als Allrounder mit auf die Bank. Den kannst du überall hinstellen mit Doppel 5. Dann nehme ich Forlan als Striker mit. Dann will ich mal Touré austesten. Lampard. Zack. Jetzt brauche ich noch einen 10er und 2 Flügel. Ein 10er und 2 Flügel. Können wir mal Cole ausprobieren? Cole würde theoretisch mal gehen. Glaube ich, nehme meinen First Owner Prime Pelé mit auf die Bank. So, 2 Flügel. Ja, jetzt ist mein Spiel abgekackt. Okay, Freunde, ich überlege mir noch 2 Flügel. Vielleicht können die Leute das auch einfach, das Video geht ja morgen online, auf dem Stream-Highlight-Kanal runterschreiben. Weil es ist eine Punktlandung, es ist 20.57 Uhr. Mein Tipp, Bayern gegen City, 1-1. Ich werde Champions League gucken.